Hallöchen, Leute. Letztes Mal habe ich ja das Zahnrad ja hier gezeigt. Da haben wir das ja ausprobiert. Damit hat es ja so halbwegs hingehauen. Ich habe in der Zwischenzeit ein weiteres gedruckt. Aber beim Entfernen von dem Support hier unten ist mir der Nibbel abgebrochen. Ich blende gerade das Licht ein bisschen. Der Pinöppel hier oben drauf ist auch nicht gerade schön, obwohl ich den dicker gemacht habe. Habe ich es nochmal gedruckt. Der Pinöppel noch schlimmer geworden. Hier oben drauf. Auch wieder abgebrochen. Da habe ich das ganze Ding nochmal überarbeitet. Das will ich jetzt versuchen einzubauen. Erstmal Material gespart. Und mit dem Pinöppel hier oben, ja, der ist nicht wunderhübsch, aber er sollte passen. Theoretisch. Das Ganze im Durchmesser habe ich auch größer gemacht. Ich habe es halt angepasst. Das ist nicht ganz so viel Material. Das sieht man ja hier. Das ist zwar die gleiche Stärke, aber es ist Vollformat in dem Sinne und da ist wirklich nur ganz bisschen. Ich glaube, da ist ein halber Millimeter zwischen der Fläche und der Fläche, also vielleicht insgesamt vielleicht Millimeter Durchmesser. So, und das ist jetzt das Zahnrad, was ich versuchen möchte. Gummi sollte da drinnen liegen. Ich hoffe, ihr seht genug. Ich glaube nicht. Eiert irgendwie ein wenig hin und her. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Also der Pinöppel, der könnte noch größer sein. Okay. Okay. Vielleicht druck ich das noch mal. Eventuell mache ich den Pinöppel noch größer, den habe ich jetzt auf 1,5 mm gesetzt gehabt. Außer das funktioniert so. Das hört sich aber. Okay, das. Das hört sich nicht gut an. Was ist das Problem? Okay, ich weiß schon. Ich weiß, woran es liegt. Ich habe da richtige schöne spitze Zähne gemacht. Die sind aber flach. Und das müsste ich noch mal ändern. Die Zahn, also die Zähne hier, der Abstand ist nicht ganz so perfekt, wie ich dachte. Hier muss ich die Flanken bisschen flacher machen und die Spitzen oben etwas runder. Gut, und den Nubbi, den kann ich auf 3,5 mm setzen. Sollte er trocken können. Gut, das wäre jetzt Versuch Nummer 2. Also es funktioniert schon mal. Ja, also wie gesagt. Ich hoffe, ich kann euch das ein bisschen besser zeigen, aber was Weißes. Schwarz ist so eine Sache. Den Kontrast. Also hier bei den Zähnen die Flanken ein wenig flacher setzen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, habe ich was zum Zeigen?
Ja, also diese die Zahnflanken hier ein bisschen flacher setzen und ein bisschen mehr Rundung, ein bisschen mehr rund machen die Zähne. Dann sollte das hinhauen. Wo habe ich die Schublade? Nein, ziemlich nicht da. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist bestimmt nicht erkennbar. Kommt das Licht von der falschen Seite? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann nachher im Video. Ich sehe es jedenfalls nicht. Darüber. Ja. Ja. Hier sieht man schon die Zähne hier. Ich hoffe, man sieht's. Die sind nicht spitz, die sind abgeflacht. Und hier im Zahnrad, das geht schräge rein. Also da muss ich halt die Flanken, wie soll man das sagen, muss ich mal schauen, ob ich das hinkriege, gerade ausschneiden. Ein bisschen gerade machen und den oben den die Spitze hier ein bisschen runter setzen. Gut. Das war Versuch Nummer 2. Versuch Nummer 3 kommt dann vielleicht heute noch. Nee, heute nicht mehr. Die Tage. Nächstes Wochenende wahrscheinlich. Okay. Auch wenn heute 1. April ist, jedenfalls ist das kein April-Scherz. Solltet ihr jetzt nicht denken, dass das ein April-Scherz ist. Solche Sachen mache ich nicht. Aber das passt schon mal sehr gut soweit. Den Nupsi da oben kann ich ein bisschen größer machen und eben die Zähne muss ich hier ein bisschen anpassen. Gut, okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.